Wenn Stefan Zirnbauer eine Ukulele gebaut hat, ist das der magische Moment. Durch die Saiten bekommt es natürlich das Leben, weil natürlich ohne Saiten das Ganze überhaupt nicht funktioniert. Der Herr der Saiten ist Max Junger. In seiner Schatzkammer lagern 10 Tonnen Rohstoffe für Instrumentensaiten verschiedenster Art. Nicht mal er kennt sie alle. Also wir arbeiten mit viel verschiedenen Legierungen. Wir verarbeiten Blankkupferdrähte, versilberte Kupferdrähte, Stahldrahtverzint, Stahldrahtblank, Reinnickeldrähte, vernickelte Stahldrähte, Messingdrähte. Und da geht's los ab 0,05 mm. Und wir verarbeiten etwa bis 0,95 mm. Also da sieht man eindeutig diesen Unterschied. Also 0,04 hat etwa ein menschliches Haar. Also wir verarbeiten etwas dicker wie ein menschliches Haar. Da wir für jedes, mehr oder weniger für jedes Saiteninstrument der Welt Musiksaiten herstellen, geht es da schon in die Hunderte verschiedener Instrumente und dann in die Tausende verschiedener Saiten. Max Junger leitet seit dem Tod des Vaters 2008 die Firma Pyramid im fränkischen Bubenreuth. Er ist der 6. Chef in der 163-jährigen Familiengeschichte. Im Inneren einer Saite ist die sogenannte Seele, oft aus Nylon oder Stahl. Diese wird dann umwickelt, zum Beispiel mit Aluminium, Kupfer oder Silber. Für uns ist die manuelle Fertigung ein ganz wichtiger Baustein. Wir können jederzeit die Längen und alles Mögliche verändern, ohne große Programmierungen. Das geht alles mechanisch. Da ist die Maschine Mensch schneller als der Computer. Absolut, absolut, ja. Also wir hatten früher sogar mehr elektronische Maschinen eingesetzt, aber heute gehen wir wieder zurück, dass wir eigentlich mehr mechanische Maschinen wieder einsetzen, weil die einfach wesentlich wartungsarmer sind. Die lange Firmengeschichte begann im tschechischen Lubi, zu Deutsch Schönbach, an der Grenze zu Sachsen. Die Stadt galt seit dem 17. Jahrhundert als Zentrum des Geigenbaus. Dort eröffnete 1850 eine Musikinstrumenten- und Saitenfabrik. Der Gründer hieß Anton Osmanek. Nach dem Tod der Söhne führte Tochter Bertha die Firma weiter und heiratete 1892 den Arzt Dr. Franz Junger, dessen Familiennamen die Firma bis heute trägt. Er leitete die Spezialisierung auf Musiksaiten ein. Hitlers Einmarsch in Schönbach beendete den Aufschwung. Die Firma wurde als nicht kriegswichtig geschlossen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde mehr als das halbe Dorf vertrieben. Sie waren Sudetendeutsche. Hab und Gut mussten sie in der alten Heimat lassen und sich eine neue Bleibe suchen. 2500 Neubürger, die einmal in und um Schönbach im Sudetenland zu Hause waren, fanden ein neues Zuhause in der Geigenbauersiedlung in Bubenreuth. Sie brachten den alten, von Generation zu Generation vererbten Beruf mit. In der sogenannten Geigenbauersiedlung finden sich beinahe an jeder Ecke Hinweise auf die Geschichte der Vertriebenen und des Dorfes. Innerhalb weniger Monate wurden 1949 hunderte Wohnungen gebaut. Im Bauerndorf Bubenreuth kamen 4 Flüchtlinge auf einen Einheimischen. Bubenreuth wurde so innerhalb weniger Jahre zur Metropole für den Bau von Streich- und Zupfinstrumenten. Auch die Vorfahren von Max Junger schafften den Neuaufbau ihrer Saitenmanufaktur. Mein Großvater, also der Karl Junger, der war noch bis 1947 in der damaligen Tschechoslowakei. Und bei einem Transport von den Amerikanern konnte er eine Maschine mit rausnehmen, also nach Deutschland. Und anhand dieser Maschine, anhand dieses Musters, konnten also die Vorfahren Maschinen wieder nachbauen lassen. Und somit hat es angefangen. Das überlieferte Wissen der Vorfahren ist noch heute das Firmengeheimnis von Pyramid. In diesen Büchern hat Großvater Karl alle seine Saitenberechnungen dokumentiert. Die Computerprogramme von Cousine Kerstin Junger basieren zum Großteil auf den überragenden Mathematik- und Physikkenntnissen der Vorfahren. In der Saitenherstellung steckt sehr viel Mathematik und Physik. Ja.
Ja, also ohne physikalisches Verständnis können Sie hier nichts zum Schwingen bringen. Sie rechnen im Endeffekt die Masse aus, die der Ton braucht, um im Endeffekt mit dieser Spannung zu schwingen. Das ändert sich natürlich dementsprechend, welche Dichte das Material hat. Also Aluminium als Leichtmetall hat eine geringere Dichte. Das heißt, ich brauche viel mehr Durchmesser, um im Endeffekt für den gleichen Ton schwingen zu können. Gitarrenbauer Stefan Zirnbauer aus München hatte vor 2 Jahren ein echtes Problem. Er wollte, dass seine Bass-Ukulele auch akustisch klingt, ohne elektronischen Tonabnehmer. Das aber war mit den bislang erhältlichen Saiten nicht möglich. Eine Bass-Ukulele ist natürlich so tief, dass das Ganze dann eigentlich von der Frequenz her, von der Korpusgröße und von der Saitenlänge normalerweise nicht wirklich funktioniert. Also ich habe denen die Mensur vorgegeben, wie lang das Ganze ist, die schwingende Saitenlänge, und habe dann die Frequenz im Prinzip angegeben, in der das Ganze schwingen soll. Nach so ein paar Prototypen hin und her von Saiten kamen dann die Saiten raus, die wir eben jetzt auf unserem Bass verwenden. Rita Michailovic spinnt Saiten der Bass-Ukulele und erkennt deren Qualität auf einen Blick. Sie ist steif, ja, sie hält und ich fahre drüber, sie ist glatt. Das bedeutet, sie ist richtig, sie ist gut. Dass sie solche Sonderwünsche erfüllen, macht die Bubenreuther einzigartig, auch international. Mittlerweile gehen 2/3 der Produktion ins Ausland. Der Umsatz hat sich bei knapp 1,5 Millionen Euro jährlich stabilisiert. Auch Weltstars spielen Pyramidsaiten. Keith Richards von den Rolling Stones, Hugh MacDonald, der Bassist von Bon Jovi, und Ex-Beatle Paul McCartney. Die Mitarbeiter macht das stolz. Ich war erst am Wochenende auf einem Konzert und da habe ich mir gedacht, die Gitarrensaiten, das sind eigentlich die gleichen, die ich auch mache. Und die machen wirklich eine schöne Musik. Ich kann nicht mehr schlafen, ich werde nicht mehr müde. Ich kann es kaum erwarten, bis es irgendwann passiert. Ich will nichts mehr essen, weil Claudia Korix Bassist Dominik Palmer hat sich eine Bass-Ukulele bei Stefan Zirnbauer gekauft und spielt deshalb auch auf Saiten aus Bubenreuth. Auf dem aktuellen Album hat er den klassischen E-Bass mehrfach gegen den Ukulele-Bass getauscht. Probieren gerade noch mal aus. Mhm. Gut. Ja. Also es fühlt sich wie ein echter E-Bass an. Das ist das Besondere an den Saiten. Sonst kenne ich Ukulelenbässe nur mit so Art Gummisaiten oder was für Material wird da verwendet? Silikon. Silikon? Ja. Ein neues Instrument, der akustische Ukulele-Bass, dank der Saiten aus Bubenreuth. Mhm, super, sehr gut.